Herzlich willkommen hier aus der Soccer World in Dortmund zum ersten offiziellen Pro Evolution Soccer Stadtturnier der Saison 2011 und 2012. Ein paar Wochen ist es das her, dann kam das neue Pro Evolution Soccer 2012 auf den Markt. Wir sind natürlich sofort mit dem ersten Turnier hier in die Saison gestartet. Roy, was sagst du, was ist bei PES 2012 das, was du am besten findest? Das, was ich am besten finde bei PES, ist definitiv jetzt, dass die die Geschwindigkeit geändert haben, dass man jetzt auch über den Platz Seitenwechsel machen kann. Das konnte man vorher sehr schwierig. Man kann jetzt nicht nur mit einem Spieler, sag ich mal, durchlaufen. Die Defensive ist definitiv stärker geworden, genauso wie die Torhüter. Und auch die kleinen Trickspiele, die gefallen mir auch. Das hat sich auch im Großen und Ganzen auch verändert. Wie sieht euer Turnier bisher aus? Wie viele Spiele habt ihr gespielt? Ja, ich habe bisher 3 Spiele gespielt und davon sind 2 gewonnen worden. Eine Niederlage, aber mein Weiterkommen ist gesichert. Also, ach, du weißt schon, dass du durch bist. Denke, wie sieht es bei dir aus, Tobi? Ich habe jetzt 3 Spiele gespielt. Wir sind ja zu 6 in der Gruppe und das erste habe ich gewonnen, 3-0, und dann habe ich 2 unglücklich verloren. Wenn ich Glück habe und die nächsten 2 gewinne, kann ich auch noch weiterkommen. Was erwartet ihr noch heute vom Turnier? Wie weit soll es gehen in die K.O.-Runde? Also auf jeden Fall will ich das 64-Finale erreichen, was ich ja schon wahrscheinlich geschafft habe. Aber danach soll es noch weitergehen, mindestens 60. Kommt halt dann auch immer drauf an, was man für Gegner kriegt. Tobias, natürlich. Bei dir? Ich hoffe mal, dass weiterkommt. Wie viele Spiele hast du schon gespielt? Also ich habe insgesamt bisher 3 Spiele gespielt. Erstes Spiel habe ich verloren und die beiden danach habe ich gewonnen. Also alles drin noch für die K.O.-Runde. Wie soll es ausgehen? Was habt ihr euch vorgenommen? Spezielle Taktik zurechtgelegt, Erhan? Oder? Spezielle Taktik nicht. Ich spiele jetzt wie immer, wie ich vorher auch gespielt habe, mit derselben Aufstellung. Und guckst, was passiert. Kai, wie sieht es bei dir aus? Und welche Specials geplant, Überraschungsanrufe? Oder erstmal Mauern hinten oder erstmal gucken, wie der Erhan so auftritt? Ach nee, ich denke, wir werden beide nach vorne spielen. Ich werde auch genauso spielen wie immer und dann soll der Bessere gewinnen. Wir haben die beiden Finalisten. Zur Linken der Erhan mit 4-1 erfolgreich gegen Kai Schramm. Zur Rechten Mike Linden. 4-0 im Halbfinale gewonnen gegen Stefanos Karatalidis. Jetzt geht's ums Ganze. Erster Städtesieg gleich beim ersten Turnier. Ja, wäre natürlich super. Muss man mal abwarten, wie es jetzt läuft gegen Erhan. Erhan spielt stark. Ihr kennt euch sozusagen beide auch schon länger von mehreren Matches. Erhan, was denkst du? Chancen 50-50 oder doch Mike? Ich würde sagen, Mike ist ein bisschen erfahrener, deshalb würde ich sagen 60-40. Ja, das ist ja immer noch eine gute Quote. Teams interessieren uns natürlich noch, Mike. Barcelona. Auch mit Barcelona. Erhan genauso. Wir schauen mal, wie das ausgeht. Es wäre natürlich schön, gleich beim ersten Stadtturnier sich den Quali-Platz zu sichern für die deutsche Meisterschaft, die dann irgendwann ansteht. Wäre das so das obere Ziel? Ja, das wäre das Minimalziel. Mike Linden, Städteturniersieger beim Städteturnier hier in Dortmund. Der erste Städteturniersieger fürs PES 2012 für die neue Saison. Herzlichen Glückwunsch nochmal von uns. Du kannst noch ein bisschen mit dem Pokal posieren. Und auf jeden Fall einen guten Hauseweg.